Herzlich willkommen zurück zur, oh Gott, 13. Folge von State of Decay 2. Ja, ich glaube, es ist die 13. So genau weiß ich über meinen eigenen Kram Bescheid. Da sieht man es wieder. Der Palzi, das ist also. Nee, nee, nee. Ja, unsere Aufgabe aktuell: gründe ein neues Zuhause. Ich hatte aber jetzt eine kleine Pause und habe mir überlegt, dass ich doch die zwei Häuser hier noch auf die Schnelle mitnehme. Wer weiß, was wir finden. Von daher rüsten wir Marsch aus. Ist er die beste Person, um looten zu gehen? Marsch hat Rücken. Da ist wieder die Sheriff-Mission, die ich auch gerne wieder ignorieren würde. Einfach brauchen wir noch nicht. Oder wechseln wir auf Baker. Nee, ich will looten gehen. Ich will nicht diese Mission machen. Also Armbrust, 20 Bolzen. Haben wir denn eigentlich noch? Wir hätten auch noch einen. Was ist, wenn wir den nehmen? Schaut mal. Er hat Rücken und seine Belastung ist geringer. Wenn wir den nehmen, sobald wir irgendwas zupacken, sind wir auf jeden Fall in hoher Belastung. Wir sind jetzt schon mit dem bisschen Zeug hier. Na gut, die klassische Armbrust wiegt natürlich auch 9 Pfund. Wenn wir die leichte nehmen würden, was wir auch tun, habe ich gerade überlegt. Dann sind wir leicht bepackt. Ja, komm, Marsch, du gehst plündern. Irgendjemand muss es ja tun. Ach ja, richtig. Das ist dieser Ranger-SUV. Und hier ist unser Pilato mit Armeesymbol. Wie viel Sprit haben wir drin? Oh, da muss Sprit rein. Dann wollen wir aber in den Pilato auch gleich wieder Sprit rein tun über dieses Menü. Brauchen wir nicht noch mal reinlaufen. Und man sollte sich auch markieren, wo man hin möchte. Da möchten wir hin. Nee, danke. Lass mal, Alexis Carter. Ja, nimmt man doch gerne mit. Was ist das? Ach, der Kaiser, richtig. Ach, lassen wir den Kaiser Kaiser sein. Und konzentrieren uns auf das graue Haus. Locked up. Ich überlege jetzt gerade. Ach, ich trete sie einfach ein. That was loud. Als erstes die Räume kurz abklappern, um das Gebäude zu sichern. Cleared this one out. Stelle gesichert, hervorragend. 4 Lootables. Hier ist keins von denen. Nice. Was war das?
Markenzahnpasta. Minzfrisch, beugt Löchern vor. Das hatten wir auch schon mal, bin ich mir sehr sicher. Und da habe ich auch irgendwie einen Spruch gemacht, den ich im Endeffekt dann doch nicht lustig fand. Naja. More of the same. Ethanol. Ein Molly. Und dann hier das Regal noch. Stripped clean. Nochmal Snacks. Einfallsreichtum. Deshalb ein Inventarslot mehr. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum er 4 Snacks aufnehmen kann, aber hat seine Richtigkeit. So, dann auf zum nächsten Haus. Anyone out there? I got problems. Wandernder Händler, der könnte schon interessanter sein. Nobody here but us. Was für einer ist er? Ein Netzwerkhändler? Halleluja! Also da müssen wir auf jeden Fall hin. Denn der könnte eine Mod im Angebot haben für unser Kommandozentrum. Und diese Mod könnte uns 2 weitere Außenposten geben. Can't carry that. Who's next? Leider nicht. Sehr guter Schuss. Ich bin echt ein Meister, gell?
Wo ist denn der Netzwerkhändler? Oh, auch noch Hervorgang. Also, Plan. Wir fahren zurück Richtung Basis, halten am Außenposten. Wir müssen ja nur auf das Schließfach zugreifen. Und dann packen wir alles ein, was wir verkaufen möchten, um noch ein bisschen Einfluss zu generieren, denn diese wandernden Händler kommen immer mit dem eigenen Stack an Einfluss. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Dann, vielleicht ist das auch unterschiedlich auf den Schwierigkeitsgraden. Wir werden sehen, wie viel Einfluss er hat. Erstmal alles rein und dann gucken wir, was wir im Inventar haben. Denn wir haben 941. Wir müssen eh noch einen Einfluss gewinnen für das Claimen der Basis. So, bei dem Deodorantstift habe ich gesagt, müssen wir unbedingt aufheben. Das können wir mitnehmen. Die Wattestäbchen können weg. Billige Zigaretten. Würde es noch versicherungsstatistische Tabellen geben, würde Rauchen ganz unten stehen. Ja, Leute, fangt nicht an zu rauchen. So, Anlagenmods, die wir nicht brauchen, können wir auch verkaufen. Mehr als eine Lagerheizung brauchen wir auf gar keinen Fall. Die luftdichten Container können auch weg. Während wir hier unterwegs sind, können wir auch mal wieder Waffenüberreste verwerten. Verkloppen, aber ich glaube, die bringen nicht so viel. Was haben wir denn sonst noch? Das ist Ablenkung. Pentamedizin nutze ich nie. Werde ich auch auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht nutzen. Der Rest könnte brauchbar sein. Der kann auch weg. Wirklich unsere Würfel hergeben? Nee, ne? Ah, hier verkaufen wir einen von den Mama-Anrufen-Notizen. Habt ihr heute schon eure Mutter angerufen? Nein? Wollt ihr vielleicht kurz das Video unterbrechen, um das nachzuholen? Ja? Na gut, bis gleich. Jetzt treffen sie ihn wieder nicht, weil sie beim ersten Mal nicht getroffen haben und der Kopf damit aus ihrer Position unerreichbar ist. Was sind das denn hier für Leute? Ach, die scheinen dazu zu gehören. Hey there! Hello, I'm from a group called the Network.
I'm hoping we can help each other out. Hallo Jeff. So, Jeff, du möchtest meinen Scheiß kaufen, ne? Und da ist er. Netzwerksignalverstärker. Diesen Mod in unserem Kommandozentrum, damit wir zwei weitere Außenposten verwalten können. Den brauchen wir auf jeden Fall. Also. Let's make a deal. Whatever. So, wir haben jetzt 1600. Wir haben mit dem Netzwerksignalverstärker. Was hat er denn sonst noch? Ein Gartenbuch, ein Kochbuch, ein Medizinbuch, Chemiebuch. Interessiert mich alles nicht. Der Erste-Hilfe-Kasten für 100 wäre... Nee, der geht interessanter, wenn man eine verbündete Enklave hat, die Alliierten-Status hat. Also das interessiert mich alles nicht momentan. Worüber ich jetzt noch nachdenke, ist hier noch was einzusacken. Denn Medizin geht runter. Wir verlieren auch zwei pro Tag. Aber diese 175 würde uns wieder unter die 1000 bringen. Was ich aber für unproblematisch halte. That's a lot to carry around. Denn auf dem Weg zu dem Außenposten, zu der neuen Basis, können wir ja hier nochmal Halt machen. Er ist noch 20 Minuten da. Und noch ein bisschen was verkloppen. Ich wollte gerade gucken, wie viel Ansehen er hat. Achso, das können wir ja nicht einlagern. Aber den Netzwerksignalverstärker. So, wie lange würde es dauern, den zu installieren? 5 Minuten. Ist gebonkt. Achso. Tausend jetzt wieder. Hier sehe ich nichts, was... Wir könnten die 8 Notizen noch verkaufen. Damit sollten wir auf jeden Fall über den Grenzwert kommen. Von diesen großen Rucksäcken, ja, so viel brauchen wir auch nicht, können wir auch noch einen verkloppen. Ach, die Weihnachtsmann-Sache, Papi. Nee, Weihnachtsmann? Papa sagt, dass du in diesem Jahr vielleicht wieder keine Zeit für uns hast, aber ich war sehr brav und es gibt nur eine Sache, die ich wirklich haben will. Eine Dream Date Crystal Puppe mit geflochtenen Locken. Genau wie meine. Könntest du mir bitte eine davon bringen? Ich frage früh, damit du genug Zeit hast. Vielen, vielen Dank, Lucy. Das war ein Dios Camp Osprey. Das ist der 100-Worte-Aufsatz.
genau verkehrt rum. So, auch die letzte Mama anrufen. Nein, eine Mama anrufen. Notiz heben wir uns auf. Also. So. That plague bloater is bad news. Da haben sie angewatscht. Some trading. Sure. I got some stuff to trade. Sure. So, jetzt haben wir 1080. Noch mal kurz rüber geguckt. Nee, das können wir uns nicht leisten. Umhängetasche mit Mehl, dann würden uns 100 Einfluss fehlen. Wir könnten die Triften-Nachbarn-Quest machen, die poppt eh immer wieder auf. Aber... Überreste sind verwertet. Schmeiß jetzt auch keinen neuen Badge an. Denn wir wollen umziehen. Beim Umziehen passiert Folgendes. Alle Anlagen, die man bislang gebaut hat, werden abgerissen. Die verwendeten Materialien werden wiedererstattet. Einzige Anlage, die erhalten bleibt, weshalb ich da, das ist der Netzwerksignalverstärker, weshalb ich darauf auch definitiv noch warten möchte. Einzige, was erhalten bleibt, ist die Kommandozentrale. Deshalb habe ich die Mod auch noch installiert. Wir haben jetzt, ich gucke gleich, zeige es euch gleich, wir haben jetzt zwei weitere freie Außenposten. Wenn wir die Kommandozentrale noch aufwerten würden auf Level 3, was momentan für uns einfach nicht machbar ist, da uns die Materialien fehlen, dann könnten wir noch einen bekommen und dann hätten wir das Maximum von 6. Es gibt noch ein einen Charakter, eine Klasse von der von dem Modus Daybreak. Da kann man rote Klaue-Agenten anheuern. Und wenn die als Spezialisierung den habe ich mir wieder zum Beispiel verdient. I can't keep going. So ein rote Klaue-Agent. Ich höre doch irgendwo noch welche. Wenn der als fünften Skill, also hier unten, wo wir Medizin haben, wenn der da Hacking hat, dann kriegt man dadurch noch einen weiteren Ausdruck. Damit hat man das tatsächliche Maximum von
7, das man erreichen kann. Aber da ich keinen Daybreak-Modus spiele, ist das für mich halt nicht erreichbar. Deshalb ist mein Maximum tatsächlich 6. Und wir sind jetzt aktuell bei 5. Achso, ich habe ja gesagt, ich wollte es zeigen. Wir haben jetzt 5. Und das Kommandozentrum können wir aber auch noch einen upgraden. Möchtest du raus? Ja, that's right. Nice. Real greasy. Gotta finish that one. All right. I'm running low on that. The place is clean. Chemikalien. Time to move on. Hier noch mal um am Espresso-Stand. Da ist irgendwo in der Ferne ein Bloater explodiert. Wahrscheinlich hat er sich geärgert, weil er uns nicht gefunden hat. Wir sind ja so sneaky unterwegs. Mit Mikrowellen-Popcorn. Viel Glück damit. Doesn't look like much here. This is out of control. Too many spots full of Zeds. Hier noch Kleinigkeiten? Ja. Wollen wir dafür kämpfen? Ja. War nur einer. Und manchmal hat man Glück, findet Sprit oder ein Reparaturkit in solchen Wracks. Tut mir leid, Train, ich habe jetzt nicht zugehört. That might be a nice place for a base.
This truck stop looks like a promising base. Plenty of room for us. It already has a kitchen and an auto shop as well. Da hast du wohl recht, Marsch. Kann ich noch mal die Quest umstellen. Die Eroberung der neuen Basis macht dann aber alle Orte überprüft. Okay, dann sind wir hier fertig. Mache ich dann erst in der... Ach, wir könnten auch hier oben aufhören. In der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge, die ich jetzt gleich aufnehmen werde. Euer Balzi.